So, hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Collection Video und zwar von Nintendo 64. Wir haben hier für die Nintendo 64 Diddy Kong Racing. In der OVP natürlich. So, ich mache die Schachtel noch. Ja, hier sieht man alles schon von hinten auch noch. Ich habe es hier so in so eine Folie reingetan, weil ich finde, das ist ziemlich gut erhalten und es ist auch eines meiner Lieblingsspiele für die Nintendo 64, auch eines meiner ersten gewesen. Und also das habe ich richtig gesucht, das war richtig geil. Man konnte ja mit dem Hovercard, dem Flugzeug und dem Autorennen fahren und das auch gemixt und alles und bis zu vier Spieler. Und das ist ja ein Racing-Game mit Story, man sammelt halt Ballons und ich denke, jeder kennt das. Das ist ein richtig awesome Spiel und also das empfehle ich nur jedem weiter. Also Diddy Kong Racing ist so ein Spiel, da würde ich sagen, das muss jeder gespielt haben, weil ich finde, das ist einfach das beste Racing-Game für die Nintendo 64. Ich finde es besser als Mario Kart 64 und ja, ich finde es besser als so einiges Mario Kart, was später auch noch rausgekommen ist. Also Diddy Kong Racing, ich hoffe, es kommt für die Wii U mal, wenn das kommt, also für die Wii U ein Remake oder was auch immer oder ein neues Spiel, Diddy Kong Racing 2 oder so kommen würde, ich würde sofort in den Laden gehen und das kaufen, aber instant, ne? Also Diddy Kong Racing ist ein Spiel, das feiere ich ab. So, kommen wir zum nächsten. Mario Kart 64, oh yeah. Auch ein super Spiel für die Nintendo 64. Hat super Multiplayer, aber ist halt eben ohne Story, also es ist nur rumgefahren. Und auch die Grafik finde ich schlechter als für Diddy Kong, aber das liegt womit auch daran zusammen, dass, glaube ich, Diddy Kong Racing später rausgekommen ist. Aber ihr seht, Mario Kart ist ein super Spiel, es wurde auch natürlich schön gehypt und also das ist auch, gehört auch in die Sammlung für die Nintendo 64 und wer das noch nicht gespielt hat, bitte nachholen. Es geht ja auch nicht lange, sind nur ein paar Strecken, ein paar Kampfstrecken. Dann haben wir hier noch Star Wars Episode 1 Racer. Also ich muss da sonst noch eine Geschichte zu meiner Nintendo 64 sagen. Die Nintendo 64 habe ich nicht gekauft, die habe ich von, also ein ganz alter Kollege von meinem Vater, der ist immer noch, also die haben immer noch Kontakt, immer noch, ja auch jetzt noch, hat uns das mal früher geschenkt, das ist schon länger her, ziemlich lange, da war ich irgendwie 5 oder so oder 6, hat uns das geschenkt mit allen Spielen und da war natürlich Star Wars, also das ja auch dabei, das habe ich aber nie verstanden, das war mir immer zu schwierig, darum konnte ich das nie richtig spielen und ihr seht, das ist von der Migros gekauft, das ist so eine Ladenkette in der Schweiz. Lebensmittel vor allem und das hat 98 Franken gekostet, das ist ja brutal, ne? Also früher haben die Spiele eine richtig Menge Zaster gekostet, aber eben zu diesem Spiel kann ich nicht viel sagen, aber es ist komplett, also das finde ich auch awesome. Dann haben wir Pilot Wings, zweimal sogar. Einmal habe ich es von meinem, eben auch von dem Kollegen, also diese drei Spieler hier, die ich schon gezeigt habe, waren auch von diesem Kollegen und jetzt habe ich das hier auch. Ich muss gerade entscheiden, ich glaube, das hier war das, genau, das hatte 114 Franken gekostet. Und ja, Pilot Wings 64, also es gab es ja für den 3DS auch so ein Remake, Remastered, wenn ich mich nicht irre. Entschuldigung, oh, das musste gerade sein, ich musste niesen. Ja, also und dann habe ich mir, eben, das habe ich dann auch ein bisschen gespielt, habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil mir auch zu schwierig, aber ich fand das irgendwie dann trotzdem noch cool, weil man konnte mit dem Gleiter so fliegen oder auch mit diesem Flugzeug, fand ich irgendwie immer geil. Und dann habe ich mal eben günstig in einem Internet, sehr günstig, das mit OVP gefunden, auch das. Ich dachte, ja komm, nehme ich mit, ne, vielleicht tausche ich das mal mit jemandem oder auch sonst. Also ich meine, es kann nicht schaden, ein weiteres Spiel in der Sammlung zu haben mit Schachtel. Jo, das war's dann von diesen 5 Nintendo 64 Spielen. Ich hoffe, ihr seid auch bei meinen anderen Videos dabei und schaut fleißig mit und kommentiert auch, wenn ihr Bock habt. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschö, Leute!